Guten Tag, guten Tag. Da sind wir wieder bei Millennia mit, keine Ahnung, sechsten Part oder Schlag mich tot. Jo, wir sind mit Deutschland gut verfahren. Wir haben hier eine neutrale Zone eingerichtet, in der wir alle Vorstellungen von ihnen vernichtet haben. Deutschland wird aber niemals Frieden haben wollen, denn ja, KI halt, das haben wir ja schon erklärt. Wir bräuchten jetzt sowas wie ein Katapult oder sowas, also irgendeine Belagerungswaffe. Wir haben jetzt Blidde nicht, weil wir halt die Metallurgiemeister oder so nicht, egal, auf jeden Fall, ne? Wir bräuchten noch Bau, um eben die Katapulte freizuschalten. Das müsste relativ billig sein tatsächlich. Nämlich vom letzten hier Bau. Wie würde das denn mal zwischenschalten? Damit wir uns einfach mal eine Katapulteinheit gönnen können. Auch wenn die jetzt 2,5% gegen oder 2,5-fachen Schaden gegen Verteidigungsanlagen ist schon ganz in Ordnung. Ansonsten gibt es nicht viel zu tun. Wir werden uns hier einfach erstmal komplett entspannen und nicht viel machen außer sitzen, sitzen, sitzen. Denn alles andere bringt erstmal nichts, denn jetzt nach vorne preschen ohne Belagerungsgerät habe ich ja, wie gesagt, eigentlich schon für mich abgeschrieben. Das heißt, ich würde erstmal jetzt hier die Armeen sammeln und gucken, dass ich mir halt den neuen Anführer hier mache, auch einen auf einen dickeren sozusagen Anführer, den ich mir ergänzen würde. Und zwar könnte man das hier machen. Ich glaube, ich habe einfach jetzt gerade nicht genug Punkte, kann das sein? Da wird auch einer der, ja genau, wir brauchen nur EP. Würden wir einen, denke ich mal, den Armorschützen auch wieder upgraden, damit wir halt neue Anführer auch immer kriegen. Das können wir nachsehen. Und wir können jetzt, weil wir die Forschung durch hatten, mit dem Halsfelllagen auch hier nochmal Verbesserungspunkte ausgeben. Erhöht die ganze Sache nochmal, dann kriegen wir mehr Produktion halt. Stämme bleiben die gleiche. Das ist nichts Besonderes. Ich habe auch noch irgendwas vergessen gehabt zu bauen. Ja, den Steinmetz, ne? Die Gärungsgrube habe ich aber gebaut. Das war richtig, ne? Das war hier, ja. Weil ich jetzt wieder ein bisschen leider da, ja, reproduzieren musste. Weiß nicht mehr genau, was ich jetzt getan habe. Von daher müssen wir noch ein bisschen schauen. Wo ist denn der liebe Pest? Achso, also ja. Wo bist du denn unterwegs? Achso, ja, du solltest eigentlich mal nach hier oben irgendwie gehen, weil du aber Bock hast, irgendwie den lächerlichsten, dümmsten Weg zu gehen. Gehst du irgendwo am Arsch der Welt lang. Okay, gut zu wissen. Machen wir das so. Ja, und das ist jetzt halt verwüstet, ne? Moment mal. Okay, das ist ja auch interessant. Das ist einfach verwüstet und ich muss das nochmal neu bauen. Das ist aber jetzt nicht hier unten die ganze Zeit irgendwo gewesen, ne? Ne, das war jetzt nur bei denen, oder? Wann wurden die denn verwüstet? War das wegen der Krankheit so lang? Oder ist er irgendwann hingegangen und hat das verwüstet? Das, hä? Habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Wann haben die das denn verwüstet? Das habe ich doch eben erst gebaut gehabt. Okay. Ja, Kyoto können wir noch ein bisschen mit aufbauen. Das ist nicht schlecht. Was kriegen wir hier? Deutlich mehr Produktion. Ja, nehmen wir mit. Definitiv. Das baut ja, also die Stadt ist ja jetzt eh wirklich absoluter König. Die baut schnell genug. Jetzt schauen wir mal. Es kann sein, genau wegen der Rebellion konnte das gewesen sein, dass sie kaputt waren, oder? Das liegt nicht daran, dass ich hier den Ausbruch hatte. Okay. So, wo bist du jetzt, Doktor? Bin ich gerade zu blöd? Der war doch hier irgendwo, oder nicht? Bin zu blöd, eindeutig. Ah, hier ist er doch. Da steht er. Achso, okay, hab ihn nicht gesehen. Ja, hier einmal bitte machen. Einmal hier bitte machen. Ich glaube, bis dahin kommt er dann schon gar nicht mehr. Müssen wir das schon selber machen. Weil wir einfach keine Erfahrungspunkte mehr haben. Wir haben wieder 0. Kriegen aber 3,85 pro Runde. Das heißt, das sollte ja irgendwie passen. Ja, haben wir aber auch schon fertig. Dann können wir Katapulte bauen. Da können wir auch die Steine bauen wahrscheinlich bauen. Ne? Ja, da sind sie tatsächlich. Und die Steintürme, die wir ja günstiger bekommen können, was ich ganz gut finde. Ja, hier könnten wir jetzt eigentlich, ja, eigentlich mal ins nächste Zeitalter, hatte ich überlegt, ne, stimmt. Machen wir das. Wir werden natürlich hier, oh, guck mal, der Deutsche wurde überholt, das ist interessant. Deutschland 33%, ja, wir erforschen das jetzt auch. Hier gibt es kein spezielles, von daher ist uns das egal, welches oder wie viel Geschwindigkeit wir da angehen. Würden jetzt hier auf die 40 gehen, damit wir das günstiger bauen können, weil Steinmauern können uns ganz gut helfen, glaube ich. Könnt ihr nochmal Gesandte erstellen? Ach, da oben hat er sich das jetzt eingesagt. Willst du mich veräppeln? Wieso zählt das eigentlich als belagert? Wir sind doch neutral zu denen. Warum sollte das eine Effizienz untersetzen? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Wenn die neutral zu uns sind. Was für eine nicht so gute Sache. Siedler erstellen, ja, könnte man auch immer. Wir könnten das natürlich hier bis zur Unkenntlichkeit Siedler spammen, aber weiß ich, was mir das bringt, ehrlich gesagt. Weiß ich nicht so. Ich weiß, manche Leute würden sagen, hau einfach raus, bis du nicht mehr kannst, aber weiß nicht, bringt mir auch nicht so viel. Überleg, das ja wirklich zu sparen jetzt, wenn dann nächstes Zeitalter kommt, auch wenn das noch ein bisschen dauert, aber guck mal, wenn die wieder voll sind, können wir ja nochmal Neues machen, so ist das nicht. Sondern verhält sich Deutschland ruhig, das heißt, wir können jetzt erstmal ein bisschen was durchklicken.
gucken, dass wir hier ein bisschen mit den Verbesserungspunkten arbeiten. Und zum Beispiel nochmal einen Steinmetz bauen, den hatte ich nämlich gebaut. Dann haben wir nochmal ein bisschen mehr Produktion, dann kann Kyoto noch mehr abgehen. Vielleicht kriegen wir nachher nochmal ein bisschen diese Verwandelproduktion in Arbeitskräfte. Das wäre auch noch nicht schlecht. Okay, Sapporo ist leider am Rebellieren. Das gibt mir natürlich richtig auf den Nerv, weil uns fehlt Nahrung. Okay. Weil wir da blockiert sind. Denn dann geht er irgendwo anders hin erstmal. Wieder okay. Ist das nicht genug? Okay, das ist nicht genug. Das wäre nicht genug. Okay, da müssen wir hier jetzt Wache bauen. Das kostet, dauert halt Jahrzehnte oder eine Stadtwache. Wahrscheinlich auch Jahrzehnte dauern. Wir machen trotzdem mal eine Armbrustwache. Ich kann hier zwar einen rüberschicken. Kann mal kurz upgraden, aber dann sollte das ein bisschen schneller gehen, das Ganze. Oh Gott, wie lange braucht der denn, bis er da ist, ey? Ah, neue Städte muss man wirklich gut drauf aufpassen. Das unterschätzt man auch sehr gerne, glaube ich. Dass wir direkt so Probleme haben. Dann bauen wir mal hier so ein Sägewerk aus. Kann sich hochbewegen und hier die Krankheit einmal entfernen. Ich hoffe, dass das jetzt beim nächsten Zeitalter auch mal vorbei ist. Weil die das Generve nicht mehr haben. Das ist schon... Was ist denn da los? Wieso ist das so extrem eskalierend? Plus 14. Nicht befriedigt die Bedürfnisse. Anzahl der Regionen. Ja, aber sorry, nicht befriedigt die Bedürfnisse. What the f... Alter, unfassbar. Ich glaube, ich muss hier dringend mal Thunfisch ballern. Ja, ist das nervig. Weil jetzt einfach dieser blöde Barbar daneben steht, obwohl er eigentlich mein Freund ist. Also das ist auch ein Bug in meinen Augen. Ich kann ja jetzt nichts dafür, dass das blockiert ist. Ich bin ja mit dem neutral. Warum sollte das nicht funktionieren? Und warum wächst der auch schon bei 3 nicht mehr? Das ist alles sehr merkwürdig. Alles sehr, sehr merkwürdig. Aufwärts zum Gefechtsturm. Ja, okay, Steinmauer kommt erst danach. Das heißt, wir haben noch einiges hier zu bauen, leider. Ja, wir können einen Katapult bauen. Ah ja, guck mal, Osaka könnte das einfach mal machen. Und jetzt einmal einen Katapult dazu bauen. Wir werden jetzt viel Chaos wieder bekommen. Das wird jetzt ziemlich ekelhaft. Und ja, der Deutsche ist hier auch nochmal da hinten gekommen. Das heißt, wir müssen jetzt eine Armee verlagern, was mich natürlich extrem ärgert. Ihr seht, wie extrem das ist. Also, hast eine Runde nicht aufgepasst? Ja, bist du einfach direkt gevögelt. Also, Entschuldigung. Ich meine natürlich, bist du wirklich im Marsch. Das ist ja wirklich brutal, weil diese Armee hier ist ja neutral. Warum sollte die uns so Probleme bereiten? Das ist uns doch egal. Wir sind doch mit denen gut drauf. Wir mögen die doch. Die mögen uns, wir mögen die. Warum sollten uns das irgendwelche Probleme bereiten? Wir bauen jetzt hier einfach mal eine Armee. Und ja, müssen dann tatsächlich gleich gegen Deutschland vorgehen und gegen die Barbaren, auch wenn wir eigentlich neutral gegenüber den Barbaren sind. Das heißt, wir haben jetzt auch bald Rebellen und wir werden wieder ein schlechtes Ereignis haben. Wow, das ist jetzt auch schon das vierte, fünfte. Okay, was machst du denn bitte hier mit der 29? Was bringt das denn? Oh, wir haben es noch geschafft, es zu dodgen. Das ist ja ganz nett. Ja, und hier kannst du dich hier schon mal positionieren. Ah ja, ich wollte dich ja zum... Kann ich das wirklich bei dem machen? Ja, doch, muss. Ich finde das besser. Das heißt, du gehst einmal raus, gehst hier hin. Du, dich können wir einfach mal verscherbeln. Ja, den möchte ich entlassen, weil wir dann einen besseren Anführer haben. Und du kannst hier das Katapult abholen. Das ist natürlich irgendwie eine sehr nahkampflastige Armee, ne? Sehr, sehr nahkampflastig. Müssten wir eigentlich auch nochmal austauschen. Dann würden wir einmal den Schießträger, den nehmen wir den Langschwertkämpfer und geben dafür das mit rein. So, dann haben wir ein bisschen was gemixt. Das sollte dann auch funktionieren. Gut, dann würden wir uns jetzt hier einmal zusammengeben. Und, oh, das war auch wieder ein dummer Fehler. Ich kann mich hier natürlich reinsetzen und schon mal die Rebellion etwas erniedrigen. Ein Schwachsinn, das ist, wie extrem die abgehen. Das ist ja nicht normal. Ja, haben wir auch das Katapult fertig. Können wir die geistige Universität bauen, um mehr Forschung zu haben. Was ja nie verkehrt sein kann. Und die Seuche geht natürlich weiter und weiter und weiter und weiter und weiter. Und Deutschland schickt jetzt irgendwie einzelne Tröppeltruppen oder sowas. Keine Ahnung, was das soll. Hier durch die Gegend und ja, nervt uns halt. Können wir aber einfach, glaube ich, mal ausschalten. Ja, ist die Frage, ob wir hier mit der Armee, sollte man eigentlich genug haben, ne? Müssen wir jetzt das hier umhauen, leider. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf, um ehrlich zu sein. Aber bitte halt keinen Weg dran vorbei und ihr geht wieder nach hier oben. Offensichtlich haben sie gerochen, dass wir gerade unsere Armeen weggezogen haben. Ja, ich will gar nicht darüber nachdenken, dass wir gleich Rebellion haben. Was soll ich dagegen tun? Ganz ehrlich, das ist halt einfach schade, dass sowas kommt. Ja, Kobe muss auch gucken, dass es auf jeden Fall hier Wohnraum kriegt und Religion. Religion wäre die, wie ist das mal, medizinische, Medizinergilde, genau, 8 Runden. Uff, und wir bräuchten halt einfach mal so ein Behausungsgedöns. Behausung. Können wir einfach hier auf die Wüste setzen, dann sollte das auch erstmal geregelt sein. Osaka ist da noch, er hat auch genau dasselbe Problem. Da bräuchten wir auch nochmal eine Behausung. Bisschen nervig, aber gut, was soll man da machen?
Ah ja, und die Seuchen, stimmt. Die haben wir sie auch noch nicht vergessen. Es gibt ja auch überall Seuchen, jeder Sekunde und überall. Und jetzt haben wir Chaos. Wir würden Massenausbruch haben. Seuchenausbruch? Nein, wir machen einfach bezahlen. Ich spare mir einfach das Geld wirklich nur noch an, damit wir diesen Mist hier zurückhalten können. So, ihr bleibt jetzt einfach hier stehen. Und halt das Ding fest. Da mein Vasall bedroht ist, ist mir eigentlich relativ Wurst. Von daher lassen wir ihn einfach so stehen. Wo ist denn diese blöde Armee von den Deutschen hin? Der ist wieder abgehauen. Naja, habe ich mir gedacht. Genau, verzieh dich mal lieber. Ich glaube nicht, dass du da jetzt wirklich gegen ankommst. Dann haben wir einen Hauptstadtangriff gegen... Hä? Was? Wo sind die denn hergekommen? Hab ich überhaupt nicht realisiert, ne? Also... die ist mir auch mal komplett drüber gegangen. Also da habe ich überhaupt nichts von gesehen. Interessant. Ist jetzt die Frage, ob es sich lohnt, da wegzugehen? Ich glaube nicht. Na, erstmal die Rebellion wegmachen. Wir müssen auch mal wieder Geld zusammenkriegen. Das heißt, Schatzkammern wären auch nicht schlecht. Dann können wir jetzt hier Steinmauern mal verringern. Warum nicht? Können wir mal mitnehmen. Granat könnten wir auch weitermachen, aber es ist nicht so cool. Ich will eher jetzt auf diese Sachen gehen. Die sind interessanter. Und wir haben tatsächlich unsere Regierung wieder voll. Das heißt, wir spawnen einmal einen Siedler hier hin. Ja, du kannst dich, keine Ahnung... Ich meine, ich dürfte ihn eigentlich nicht alles hier unten lassen, ne? Weiß ich auch nicht, aber ist auch nicht so wichtig, mit dem jetzt irgendwie Konflikt zu suchen für so ein paar Ressourcenfelder. Ich meine, ich kann es ja hier unten setzen, dann ist das einigermaßen verteidigbar, aber das Problem ist halt, ohne diesen Straßen, ne, ist das halt so ätzend. Er bewegt sich echt noch dahin, will noch weiter beschossen werden, okay. Okay, gut. Muss er selber wissen, ne? So, jetzt kommen wir zum Renaissance. Man passt sogar von dem Zeitalter her oder vom Zeitjahr her, ne, 1440 ungefähr, okay. Die erste Künstlereinheit, die in diesem Alter erschaffen wird, bringt einen Kulturbonus, okay. Das Sozialgefügesystem wird eingefügt, okay. Die Nation erhält eine Sozialgefüge-Joker-Punkte. Eine, okay. Wenn sie das Zeitalter der Renaissance betritt, aha. Kundschaften können jetzt zu Entdeckern aufgewertet werden und für verschiedene Belohnungen Expeditionen zu entdeckten naturwunderlichen Unternehmen, okay. Und ja, neue Regierung ist sehr wichtig. Das würde ich nämlich auf jeden Fall machen wollen und die Punkte nachher drin einsacken. Ja, wir forschen ja noch in 5 Runden, von daher passt das. Wir machen hier unten noch eine Behausung hin. Und zwar hier an die Wüste, ne, weil warum nicht? Dann haben wir Osaka auch genug Wohnraum und können hier einen Hauptstadtangriff machen. Und damit ist die Armee bald schon weg, da brauche ich eigentlich gar nicht mehr nach unten zu gehen. Außer die geht uns jetzt noch irgendwie auf die Nerven, aber hoffen wir einfach mal nicht. Hier brennt es wieder oder brennt es noch immer. Nicht so schön, aber es geht runter, ne? Noch immer. Jo. Alles gut. Die solchen Geschichten sollten jetzt auch langsam aufhören, glaube ich, oder? Bin ich jetzt relativ sicher. Es waren auch noch irgendwo Seuchen. Ich habe die auch komplett verdrängt, ehrlich gesagt. Ich glaube, sie sind aber auch weg, oder? Oh, hier, die ist auch kaputt. Warum ist sie kaputt? Ich glaube, die machen das einfach. Die stehen da jetzt. Die können das innerhalb von einer Runde plündern, oder wie? Ja, tatsächlich, hier ist auch zerstört. Wie sinnlos ist das denn bitte? Oh mein Gott, jetzt muss ich echt nach unten gehen. Ist das dumm. Das ist echt innerhalb von einer Runde einfach zerstört. Gut zu wissen, gut zu wissen. Da kriegt man auch keine richtige Nachricht für. Das ist halt einfach so. Muss man dann so akzeptieren. Nehmen wir einfach mal so hin, ne? Können wir jetzt, ne? Und so. Und ja, wir haben einen Rebellenangriff in der Nähe erschienen. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo soll er erschienen sein. Und er zerstört jetzt einfach weiter unsere Sachen, was wir gerade repariert haben. Mit einem Klick geht er in den Wald und zerstört das auch zusätzlich noch. Ja, ist ja... Das ist ja echt fair. Auch ein sehr, sehr merkwürdiges System, muss ich ganz offen sagen. Gefällt mir wirklich absolut gar nicht. Ich hasse es generell, wenn die KI das schnell machen kann, aber das ist ja einfach nur noch albern, wirklich. Also, das ist ja wirklich nur noch albern. Dies ist ja wirklich nur albern. Ja, wir können natürlich ein bisschen mehr Forschung ballern. Weiß nicht, eigentlich brauche ich die Kulturfähigkeit momentan gar nicht, aber ja, komm, machen wir Eureka. Dann sind wir nicht auch im Zeitalter der Renaissance. Haben wir eben ja schon gelesen, was da Neues ist. Ne, Sozialgefüge kann ich mir jetzt mal kurz durchlesen. Ja, freigestellt haben wir noch Dragoner. Weiß nicht, ob wir den... Das steht Linie? Aus wem genau wir das rausmachen? Reservisten, wird wahrscheinlich Verteidigung sein. Und wir haben den Entdecker, der kann halt, wie gesagt, Naturwunder neu annehmen. Ja, und dann kommen noch ganz viele Gedöns. Wir haben das Sozialgefüge hier unten, da können wir jetzt so Punkte freischalten. Die bringen uns jeweils so Vorteile. Expansionskosten, Forschungskosten. Also zum Beispiel hier, jetzt könnten wir sagen, hey... Wir nehmen hier -1 Forschungskosten. Also wir können jetzt einfach 4 reinsetzen, dann kriegen wir 4 Forschungskosten weniger. Aber Verbesserungskosten, Vermögen pro Runde. Wäre auch nicht schlecht, weil wir echt wenig Vermögen gerade haben. Pro Runde 24. Holy. Ja, nehmen wir mit. Ja. Geld können wir gebrauchen, um die ganzen blöden Chaos-Gedönse wegzumachen. Übrigens auch sehr viel
Hier mal bestechen, ganz ehrlich. Weg damit. Und weg damit. So, damit wir einfach da mal Ruhe haben, damit diese Stadt sich jetzt mal wieder beruhigen kann. Und wir könnten tatsächlich was aufwerten? Ja, zu Reservisten. Also die Armorschütze, die wir eben erst aufgewertet haben, könnten wir jetzt schon wieder zu Reservisten aufwerten, okay? Wäre dann natürlich nochmal stärker, aber ist nicht bedeutsam. Ja, wie ich das ist, hat das echt wieder geplündert, ne? Das ist so dumm. Aber das ist auch eine Mechanik, die kann ich nicht unterstützen, tut mir leid. Das finde ich nicht in Ordnung. Aber gut, wissen wir Bescheid. Ist ein bisschen bescheuert. Ja, Glaube brauchen wir ja noch immer. Das ist auch nochmal eine Sache. Müssen wir auch nochmal schauen. Ja, wir haben jetzt auch die Bogenschützen bald natürlich ein bisschen verloren. Ne? Ach, wir haben einen neuen Entdecker bekommen. Das ist ja nett. Gehen wir zum Grand Canyon. Und wir können in Kyoto wieder bauen. Das heißt, wir können ein großes Theater bauen. Da können wir noch mehr Kunst. Ja, kann man machen eigentlich. Ne? Der Rest ist eher Dragoner, könnten wir jetzt bauen. Sind recht stark. Ne? 24, 34, 50 Gesundheit. Ich glaube, 50 Gesundheit ist so Standard. Ne? Also wäre schon deutlich stärker. Ne? Nehmen wir mal einen mit, wo wir das Theater bauen. Irgendwas anderes. Dann Technologien. Ich will gerne eine neue Regierungsform haben. Da könnten wir wahrscheinlich... Wo finden wir das denn wohl? Wo finden wir die wohl? Öffentliche Bauvorhaben hätte ich jetzt gedacht, aber ist nicht so. Wasserbetriebe. Heberturm, 3 Verbesserungspunkte gibt, hat den Kran neues Level. Das ist auch ziemlich cool für uns. Wasserbetriebe, Aufwertungslinie, Hygiene. Müllhaufen wäre auch wieder Hygiene. Und das Arbeitshaus, Druckerpresse. Papier zu Büchern, 2. Wow, okay, das ist... Das ist die Aufwertung, denke ich mal, ne? Kann das sein? Nee. Das ist aber richtig gut. Nicht schlecht. Papiermühle, 2 Steiber zu 2 Papier. Also einfach bessere Effizienz. Verwaltung, ist das das? Soziallehre. Gibt einen Sozialgefüge Jokerpunkt hinzu. Ja, okay, das ist... Ja, sag ich mal. Ach so, shit, ich hätte hier Sozialgefüge Erkenntnis nehmen sollen für zeitliche Alchemie. Verdammt, Mist. Shit. Das ist natürlich nervig. Dann haben wir einen Hafen, bringt uns nicht ganz so viel. Schiffe bringen uns generell nicht so viel, brauchen wir jetzt gar nicht zu gucken. Finanzen, Lagerhallen, mehr Slots halt für die heimischen Transportgüter, Textilien, ja. Schießpulver. Bin ich jetzt bescheuert, dass... Vielleicht kann ich die einfach so wählen, die Regierung? Ja, kann ich. Okay. Das ist gut zu wissen. Dann brauche ich hier die Kulturkraft. Natürlich, genau, hier oben sieht man das, ne? Ich glaube, das heißt, wir könnten jetzt einfach sagen, Revolution. Hupsa, ja, okay. Ich dachte, das wäre irgendwie vor. Habe ich das letzte Mal in der Forschung? Stimmt nicht. Bin ein bisschen verplant. Naja. Macht mal nichts, ne? Heiligtümer bräuchte man immer wegen den Kirchengedöns. Würde ich einfach mal weiter forschen. Aber wir wollen natürlich jetzt eigentlich das Zeitalter ja mal bestimmen, endlich. Aber ich habe das ja ein bisschen schon verkackt, indem ich das Sozialgefüge jetzt anders gesetzt habe. Wir hätten hier Erkenntnis nehmen müssen. Damit wir da in die Alchemie reinkommen. Dann hätten wir nämlich diese coolen Steampunk-Geschichte. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen schwer, aber gucken wir mal. Also erfahrungsgemäß dauert das jetzt ein bisschen länger, das Ganze zu forschen. Oh mein Gott, das ist echt lächerlich. Also bis das nächste Zeitalter kommt. Der ist ja echt in den Wald gegangen und konnte das noch plündern. Das ist unspeakable Horror, wirklich. Also das im Multiplayer, glaube ich, ist absoluter Horror. Du kannst ja konstant plündern, ohne dass hier irgendjemand irgendetwas tun kann. Das ist ja enorm ätzend. Also wirklich enorm ätzend. Naja, Barbaren sollten uns eigentlich nicht angreifen. Und du kannst hier eine Stadt bauen, wenn du nächste Runde bereit bist. Wenn du dich dann so fühlst, als wenn du das machen würdest. Wäre ganz nett. Und ihr könnt wieder auf eure Position gehen. Deutschland will ja für immer Krieg. Wie gesagt, ich hoffe, dass die hier nochmal schön im Rebellion sind. Das sieht zumindest so aus. Also dieses Zeichen sollte das zumindest bedeuten. Ja, du bist halt komplett im Sack. Also ganz ehrlich. Nahrung haben wir jetzt angeblich. Aber wir würden trotzdem mal hier irgendwo... Kornspeicher, die auch wieder 20 Runden dauern, ey. Halleluja. Müssten wir hier ein Fischerboot bauen, aber Fischerboote kosten jetzt auch, wie viel? 20, 10? Wo sind sie? Angelplatz, da. Angelplatz? Das Angelplatz? Braucht für, ja. Ich möchte gerne wissen, womit ich das verbrauchen muss. Ja, sammeln. Angelplatz, Fangflotte, genau. 28, ja. Also diese Verbesserungspunkte, ey Leute, merkt es euch, das müssen wir einfach, müsst ihr einfach ballern ohne Ende. Also so öffentliche Verbesserung ist tatsächlich gar nicht schlecht. Weil ich will natürlich die Sozialgefügepunkte eigentlich haben. Ne? Aber wir brauchen 3 Pyramiden dafür. Also hauen wir tatsächlich mal einfach hier ein bisschen Punkte dazu. Und würden uns jetzt auch mal die Pyramiden dann irgendwann mal gönnen. Wir können jetzt hier die Behausung zu Häuser upgraden, was auch nicht schlecht ist. Ein bisschen Wohnraum zu ballern. Kann man ja auch mal machen, auf jeden Fall. Ach, ich hätte hier auch die zerstörte Stadt wieder aufbauen können. Fällt mir gerade auf. Erkenntnis.
Domänenkampf auf Erkundung. Fügt eigene Sozial. Ah, da können wir auch den Punkt einfach so hinzufügen. Oder ein Nutzschiff erstellen. Okay. Ein Nutzschiff. Hört sich auch interessant an. Inquisition. Können wir nicht Staatsreligion irgendwie zerstören. Brauchen wir aber auch momentan nicht. Was war das? Haben wir gerade Krieg erklärt bekommen? Man weiß es nicht, ne? Die Barbaren stehen hier immer und belagern das. Also das heißt, ich kann die auch nicht hinzufügen, weil das einfach so nervig ist. Finde ich ziemlich ätzend, um ehrlich zu sein. Aber gut. Da können wir auch nichts dran machen, ne? Dann würdest du einfach jemanden Stadt bauen. Also Vasall. Ne? Wir werden die nicht einnehmen. Die ist jetzt nicht so wichtig, dass wir die einnehmen müssten. Du setzt dich einfach dahin. Das Problem ist natürlich, unsere Bogenschützen werden jetzt bald halt obsolet. Das heißt, mit denen haben wir jetzt nicht mehr ganz so viele Vorteile. Wir brauchen auch ein bisschen Hygiene hier noch tatsächlich. Kriegen wir das irgendwie so oder muss ich da, na, muss ich was für machen? Da muss ich auch noch arbeiten für, was für ein Scheiß. Aber ich mache erstmal hier unten diesen Angelfangfischgedöns. Wo ist es? Diese Übersicht kann man irgendwann, ach, Fangflotte, 28, okay, du Scheiße. 20, Halleluja, Leute, ey. Da kannst du ja wirklich, müsste eigentlich eine Stadt wirklich nur dafür ausrichten, das zu bauen, ne? Also es ist wirklich Wahnsinn. Also dass man wirklich nur Verbesserungspunkte ballert. So, du gehst einmal da rein. Ihr seid leider, also das ist genau das Problem, was ich befürchtet habe. Bringt uns jetzt gar nichts, hier auf diese Fähigkeit zu gehen. Das finde ich sehr schade. Also hier auf berittene Bogenschütze zu kriegen mehr. Wir wollen natürlich eigentlich hier hinkommen. Ja. Um halt hier auch die 3 von 10 brauche ich dafür. Was ist das für ein Schwachsinn? Halleluja, das ist ja... Boah, das ist ja richtig hart. Also diese Endbedingung ist echt übel, muss ich sagen. Fällt mir nicht so gut. Wir wollen keine blutige Revolution, wir wollen eine friedliche Revolution. Dafür brauche ich noch 3 Runden. Machen wir bald schon wieder zu viele Punkte. Aber wir könnten Organisationen dazu kriegen. Als Gefüge ist auch nicht schlecht. Und jetzt können wir mal gucken, was denn diese Expedition ist. So, jetzt können wir hier Expedition starten. Dann zahlen wir 5 EP, das ist okay. Größer als 10, bla bla. Angrenzende Naturwunder und noch nicht gemacht. Und plus 10 Kampf kriegen wir schon mal. Und jetzt können wir hier irgendwas durchmachen. Suche nach einer goldenen Stadt. 1 von 4. Der Canyon ist tief und breit und erstreckt sich über Mai. Hier liegt irgendwo in seinen Tiefen die legendäre Stadt und so weiter. Erfolgschance 50%. Fangt das. Also hier können wir noch ein bisschen zahlen. Da müssen wir was bezahlen. Kriegen dann aber irgendwas dazu. Fragt die Einmischen nach Eldorado. Oder wir können hier entsendet ein Erkundungsteam. Machen wir das. Brauchen wir gerade nicht. Von daher ist es ganz gut. Haben wir 70% Chance. Und ja, müssen wir dann mal nächste Runde gucken, was da rauskommt, ne? Finde ich eine ganz nette Mechanik, kann man nebenbei auf jeden Fall mal machen. Ja, du brauchst mir einfach noch einen Dragoner, weil in 3 Runden gebaut, warum nicht? Die werden jetzt leider obsolet, wir werden sie natürlich noch nicht löschen, weil, ja, bringt uns halt irgendwie noch was. Die haben 50 Stärke, was ist denn so ein Spießmännchen? Was hat der denn? Auch 50, okay, die sind auch also gleichwertig in dem Sinne. Der Katapult wird wahrscheinlich weniger haben, ja, aber können wir nichts dran machen. Wenn wir jemals hier so eine Stadt belagern wollen, dann müssen wir ja sowieso... Katapult mitnehmen. Oder eigentlich sogar was Besseres. Wie so eine Kulverine oder so. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Ja, hier mal übrigens noch gar nicht reingucken. Also würde ich jetzt auch in der ersten Runde nicht wirklich machen. Wenn ich jetzt mal minmaxen will, ja, dann haben wir jetzt gerade eher so, wie gesagt, Tutorial heißt auch wirklich ein bisschen Layback, ne? Also ein bisschen mal einfach mal anschauen alles. Und jetzt hier nicht minmaxen. Ihr seht aber auch, die sind fast alle ausgefüllt, außer halt die Standardslots. Hier der Schriftgelehrte ist halt nicht da. Aber auch dann denken, der gibt einem nichts zusätzlich ist in dem Sinne, ne? Wohl doch. Der hat, wie? Ihr hattet das nicht fertig, der hat, war doch eben so. Eiskalt hat er mir da mein Männchen da weggenommen. Das darf wohl nicht wahr sein. Ja, das ist eine Unverschämtheit. Schämlich Spiel. Gut zu wissen, das heißt, man muss ja doch mehr drauf gucken, als man eigentlich möchte. Das haben wir eine Fangflotte, das sollte jetzt auch helfen, hier Sapporo mal richtig krass die Nahrung zu ballern. Also wir haben jetzt 5 mal 2 Nahrung, also 10 Nahrung dazu. Das sollte ja wohl reichen, das Bedürfnis nach Nahrung komplett zu torpedieren. Ihr seht, die Bedürfnisse sind jetzt höher. Wir haben momentan noch ganz okay bei Kyoto, obwohl das schon recht groß. Bei Osaka fehlt uns halt auch Hygiene tatsächlich. Also wir sind momentan so ein bisschen Hygiene bedürftig. Mehr jetzt erstmal nicht. Und ja, und Glaube bedürftig natürlich bei Kobe, ist klar. Das weiß ich auch noch nicht genau, wie ich das überhaupt ändern will. Da kommt wieder einer. Hi Deutscher, na, wie geht's dir? Können ja direkt ein bisschen spielen dann, ist ja kein Problem. Du kannst einfach auf Seite gehen bitte. Geh du dahin. Und dann kannst du da hingehen und da ein bisschen Wache halten. Hi, mit 114, da willst du ankommen. Okay, das ist ja interessant. Hier, die Expedition ist die noch nicht fertig? Also 2, Abstieg, okay. Wir könnten jetzt klettert die Hänge hinauf, 30 Regierungen kriegen. Da brauchen wir erstmal nicht so viel. 30 Ingenieurskunst. Ja, machen wir mal, auch wenn das sehr teuer ist in meinen Augen. Ja, das muss sich schon lohnen dann, verdammt nochmal.
Ja gut, wir brauchen eh noch drei Pyramiden, stimmt. Das ist leider eh egal. Von daher können wir auch nochmal hier ein bisschen was an Punkte quetschen. Machen wir direkt zweimal und hauen hier eine Pyramide raus. Und zwar setzen wir die erstmal bei Osaka. Auch hier unten Shropland oder Wüste, was das ist. Ne, Buschland, genau. Et Buschländchen. So, du kannst tatsächlich einfach hier als Ersatzarmee hineinsetzen. Dann haben wir da auch mal ein bisschen größere Kräfte. Und wie gesagt, der nächste Dragoner kommt ja. Definitiv Werkhalle. Produktion ist sehr gut. Können wir durchaus gebrauchen. Wie gesagt, wir brauchen natürlich noch immer die Müllentsorgung. Muss ich auch mal mit den Verbesserungspunkten halt irgendwie hinkommen. Aber nicht so einfach. Da oben die Stadt hätte ich mir noch einsacken sollen mit irgendeinem Diplomaten. Ah, 174. Da ist es schon was mehr geworden. Er hat auf jeden Fall Bock. Das merkt man. Der hat Bock. Können wir das noch irgendwie verstärken? Ich glaube nicht. Mit Dragoner sind wir schon ganz gut dabei. Ja, hauen wir drauf, ne? Gucken wir uns das mal an. Das Ganze haben wir schon länger nicht mehr gesehen jetzt. Oder länger, naja. Ein bisschen zumindest ist es her. Jawohl, so muss das aussehen. Der ist schon mal weg. Das war einfach eine blöde Wache. Ja, gut, die Moral ist schon mal ziemlich runter. Aber sonst, ja, der ist auch schon mal weg. Sehr gut. Unser Langschwerkämpfer ist gleich auch weg. Fällt mir jetzt nicht so gut. Ja, Ja, töten. Du kannst ja auch ruhig töten, das ist kein Problem. Okay, oder auch nicht. Ah, okay, wenigstens der wurde getötet, das ist ja schon mal was. Gerne mehr töten. Also töten ist immer eine sehr gute Sache. Kann ich so als Diplomat sagen. Ach so, das war eine andere Armee. Gut, dass man gar nicht gesehen hat, wie sie sich da vorbeigewegt hat. Aber gut, dann stirbt die halt jetzt auch noch. Warum läuft der da einfach so bescheuert da vorbei? Ist der dumm? Warum sind deren Einheiten immer schneller als unsere? Wir greifen an und die haben eine höhere Geschwindigkeit. Das ist tatsächlich, was ich im Tutorial auch nicht erklären könnte. Warum sind die schneller? Anscheinend haben die Verteidiger einen Vorteil. Einfach, ne? Also wirkt zumindest ziemlich so. Jetzt aber nicht mehr, weil die Verteidiger tot sind. Aber theoretisch haben sie zumindest einen Vorteil. So, ihr könnt euch wieder reinbewegen. Ihr bleibt da stehen und macht Wache. Upgraden tue ich euch noch nicht. Dafür seid ihr mir noch zu Wurst. Ja, wir müssen natürlich jetzt hier das Stämme vereinigen. Der Khan. Achso, ja, bringt auch nichts mehr. Der Khan ist ja schon tot. Also da hätte man wirklich einen 50. Habe ich überhaupt nicht kapiert. Total dumm von mir. Schnell durchmachen müssen. Also ich hätte ja auch das Vermächtnis nicht bekommen. Also nimmt das auch wieder mit. Auf jeden Fall darauf achten, was steht da unten noch in so einem kleinen Text. Habe ich absolut nicht gelesen. Ich finde es aber dadurch auch extrem schwach. Ich meine, das ist sehr geil. Hier drei berittene Burgschützen hatten uns absolut gepusht. Haben uns auch die ganze Übermacht der Deutschen zerstören lassen. Aber der Rest ist halt viel zu teuer. Da musst du ja schon Militärpunkte gesammelt haben. So bis, ich sag mal, 300 Militärpunkte. Geht ja gar nicht. Du kannst ja, glaube ich, am Anfang nur 100 haben. Sagen wir einfach mal, du hättest 100 gesammelt. So, und dann würdest du pro Runde 10 kriegen. Dann geht das. Aber sonst, holy moly, ist das doof. Also, dass er hier wirklich... einfach despawned. Ja, weil jetzt haben wir, die drei haben wir bekommen, das ist cool. Das ist alles Unsinn, das war Unsinn, das wird auch nur Unsinn. Das heißt, wir werden das hier komplett liegen lassen. Also ich werde das jetzt tatsächlich nicht mehr nutzen. Sehr bitter, finde ich. Da ist das hier halt viel besser, das ist halt dauerhaft gut. Ne? Also wir haben diese Pyramide halt für immer. Die wird ja nicht weggehen, oder? Die wird ja jetzt nicht irgendwie, nö, nicht vernachlässigt werden oder alt werden oder sowas. Das ist natürlich schon ziemlich krass. Aber ich verstehe schon den Sinn, ne? Es geht halt um da, ne? Schnell Order und so weiter. Das ist schon verständlich. Ja, sind von dritten, von vierten. Ich hoffe, dass sich das gleich lohnt, weil wir geben hier schon einiges aus dafür für den ganzen Dumpatsch. Medizingilde, das heißt, wir haben die Religion jetzt einigermaßen erfüllt. Das ist gut. Jetzt könnten wir hier ein bisschen aufwerten. Ich glaube, wir müssen auch aufwerten zur Gewerkshalle hier machen, weil diese Stadt ist halt so lahm. Aber ich komme halt nicht dazu, irgendwas zu bauen hier, ne? Wie habe ich denn diese Fähnchen jetzt angemacht? Interessant. War eigentlich gar nicht schlecht, finde ich eigentlich kurz. Der läuft echt an mir vorbei, ne? Das ist so dreist. Diese KI ist einfach komplett wahnsinnig, ey. Es ist beeindruckend, sagen wir mal so. Ja, klatscht die einfach weg. Dankeschön. Und ihr könnt schon mal hier hingehen und den nächsten gleich wegklatschen. Das ist doch eine gute Sache. Ja, wir müssen auch die ganzen Upgrades noch fahren. Definitiv, wie viel kostet das? 12. Ah, ist ja teuer alles. Ist das teuer? Also, wie gesagt, das ist das Erste, was ich ändern würde, auf jeden Fall. Also, das ist wirklich Wahnsinn. Oh, hier ist ja noch eine Armee. Könnt ihr euch bitte verpissen? Dankeschön. Das ist sehr nett. Finde ich wirklich freundlich, dass ihr euch einfach mal verpisst habt. Man muss ja auch mal, ne, man muss ja auch mal, ne, wisst ihr und so. Ja, genau. Bauen hier erstmal die Plantagen fertig. Ach hier, die Plantage ist auch noch geplündert. Super, schön. Ach, herrlich. Schön. Also das sieht man auch gar nicht, ne? Da müsste irgendwie Pop-up kommen, weil das habe ich jetzt gelernt. Okay, aber ganz ehrlich für euch, jetzt dieses gerade zugucken. Ja gut, vielleicht habt ihr ja schon selber gespielt, deswegen wisst ihr das besser. Aber ich glaube, viele von euch haben auch gesagt, was, da muss man draufklicken für irgendwas? Okay, gut zu wissen. Also das hätte ich persönlich nur schwerst erkannt. Ja, austauschen, ne?
Den berittenen Bogenschütz können wir nachher machen. Du gehst schon mal hier hin. Klatsch, setz dich da einmal hin. Und du? Achso, wir müssen ja wieder dafür Punkte bezahlen. Du kannst mir eine Organisation machen. Achso, wir haben ja die Kulturkraft. Oh ja, nice. Friedliche Revolution. Ah, war alles so geplant, natürlich. Und wir wollen eine neue Revolution, neue Regierung. Auch wenn ich natürlich das Kaiser-Ding sehr cool fand. Also das verlieren wir ja jetzt alles. Die ganzen Boni sind ja weg. Dann schaue ich mir mal an und sage euch dann, was wir da nehmen. Ich würde jetzt nicht alle vorstellen. Ich glaube, das bringt halt nichts immer. Ne? Ihr könnt es euch jetzt mal angucken. Ich gehe es mal ganz kurz durch. Habe ich jetzt bei den anderen ja auch nicht so gemacht. Könnt ihr dann einfach das Video pausieren. So. Der gute alte Napoleon. Imperium, schon so früh. Hm. Und Republik. Das wären die drei Optionen, die wir haben. Der Anfang ist ja erstmal immer relativ gleich. Wir haben aber überall so Gebäude, die uns verschiedene Vorteile bringen. Ja, und zwar werden wir die Republik nehmen. Ein Imperium ist, kann ich jetzt wieder sag mal zusammenfassen. Also Feudalmonarchie ist natürlich wieder einfach, baller mal deine Vasallen. Wir haben zwar viele Vasallen, finde ich aber ziemlich langweilig, zumindest momentan. Kann gut sein, dass es recht nett ist. Hier haben wir sehr viel auf Krieg. Imperium, da müssen wir halt Hauptstädte erobern. So könnte man natürlich auch machen, aber ich bin halt immer der, der so ein bisschen für die Wirtschaft geht. Wenn wir kriegen dann die Palazzo. Dazu kann man bauen, da kriegt man einen Verbesserungspunkt, was ja immer cool ist, Produktion und Regierungs-EP und halt mit dem nächsten direkt halt Nahrung, Wohnraum und Hygiene, das ist super gut, also das ist exzellent, weil wir können ja direkt drauf gehen und wir haben ja die Punkte, ne? Wir können auch heimische Slots mehr erhöhen, das nicht, aber plus 1 Bonus Luxus, richtig gut, Palazzo erhöht nochmal das, nicht schlecht, nicht schlecht und Studio Atelier, da können wir die, oh wow, da können wir die Universität verbessern, Halleluja, ist das gut, das ist ja noch besser, als ich dachte. Ja, und ihr seht halt, wir kriegen halt mehr Luxus und so, also ein sehr verwöhntes Ding hier. Palazzo hier nochmal erhöhte Sachen, schon sehr, sehr gut, gefällt mir sehr gut. Studio Atelier, ich würde es noch nicht freischalten, ich glaube, ich nehme eher noch ein bisschen Buffs, weil Studio Atelier müssen wir nach dem Palazzo bauen. Wir müssen erstmal Palazzo bauen und dann können wir das nächste machen. Dann wenn wir hier nämlich schön das Palazzo bauen, sitzt, wo wir nur 2 Regierungspunkte bekommen. Jetzt ein Verbesserungspunkt, 3 Produktion und noch ein Regierungspunkt und halt noch die ganzen Nahrung, Wohnraum, Hygiene. Absolut krank, also... Da kam echt nichts mit, also meinen Augen. Weil es einfach so ein netto Buff ist, den man einfach mal mitnehmen kann. Das finde ich sehr gut. So, hast du genug? Ne, du brauchst noch eine Runde, ne? So war das. Ja, das heißt, wir hätten da jetzt eine neue Regierung. Die Republik sind wir jetzt. Deutschland schmeißt weiter seine Armeen auf uns drauf. Und ja, ihr seht gerade, Brasilien hat wieder Bock auf Krieg. Das heißt aber auch, dass unser Verbündeter auch wieder im Krieg mit ihm sein wird. Das auf jeden Fall. Keine Ahnung, warum er das macht. Weil er wohl einfach Bock hat zu sterben. Aber gut, wir wissen nicht, wie stark Brasilien ist, muss man dazu sagen. Also es kann schon sein, dass sie jetzt deutlich stärker sind als Deutschland. Ne? Deutschland ist ja jetzt wirklich nur ein Furz im Wind. Im Prinzip gehen die uns nur auf die Nerven, weil sie halt einfach, keine Ahnung, niemals aufgeben werden. Ne? Sie werden ja niemals sagen, nee, ich hab dann doch mal verloren. Ne? Von daher sollen uns aber jetzt erstmal nicht kümmern. Aber Brasilien könnte uns halt kümmern. Aber ich hoffe halt, dass die dann natürlich dementsprechend auch im Krieg sind. Wie kann man das so sehen? Das kann man hier sehen. Naja, sind auch mit beiden im Krieg. Das heißt, wir sind jetzt verbündet. Ja genau, hier steht es ja auch nochmal. Und die sind dann auch im Krieg miteinander. Das ist ganz gut. Dann haben wir da zumindest immer noch einen Vorteil. Da werden die jetzt nicht irgendwie großartig uns einfach überrennen können. Können natürlich noch immer die Religion verbreiten, brauchen wir aber momentan nicht. Immigration finde ich immer sehr cool bei Kunst. Einfach mehr Bevölkerung ist extrem cool. Wir könnten natürlich auch hier Gesandten erstellen. Ja, Vasallen integrieren. Hm. Weiß nicht. Ja, und wie gesagt, Khanat ist leider irgendwie tot für uns. Also da gibt es auch keinen Buff, der mir jetzt auffällt, den wir einfach bräuchten. Ich meine, klar, erstellt einen Barbaren. Neben einer gegnerischen Siedlung, weiß nicht. Hier können wir nochmal Bogenschützen bekommen. Region heißt aber eben pro Stadt. Das heißt, wir hätten jetzt 4. Und das würde uns nicht für die 10 reichen. Das heißt, das bringt uns halt einfach gerade nichts. Was wir eher bräuchten, wären halt noch die 30 für die nächste Pyramide. Ah, diese Verbesserungspunkte, ne? Das macht mich echt fuchsig. Ja, wir haben jetzt auch noch 60 übrig, auch noch ganz gut. Das heißt, wir könnten hier auch noch alles Mögliche tun, wenn wir wollen. Auch hier nochmal Punkte ausgeben. Wie gesagt, wir werden aber erstmal die Palazzi bauen, damit das Ganze auch smooth klappt. Oder können wir das irgendwie kaufen? Ja, aber ich will das Geld für die blöden nächsten Chaos-Gedöns haben. Dass er wieder mal kommen wird gleich. Dann gucken wir uns mal, was die Expedition bringt. Ey, wir haben jetzt echt viel Ressourcen dafür ausgegeben. Da erwarte ich jetzt schon mal ein bisschen was. Na super. Kommt die nächste Gammelarmee. Ja, du kannst dann einmal rausgehen. Du bist tatsächlich obsolet langsam. Dann kannst du hier hingehen, kannst die Armee verstärken. Aber auch hier nochmal 168er Armee, was ja ziemlich mächtig ist. Von daher sollte das ja passen. Ist ja schön, also eine Armee nach der anderen von dem guten alten Deutschen. Haben jetzt Heiligtum durch, um die Religion zu forschen. Brauchen wir jetzt gar nicht mehr so sehr. Aber dann, ja, mal noch nicht alles hier. Uff.
Würden wir jetzt hier aber mal forschen, tatsächlich. Ich würde, was habe ich eben noch gesagt, was sehr cool ist? Ja, Druckerpresse finde ich sehr gut. Das gefällt mir ganz gut. Nehmen wir einfach mal mit. Auch wenn es extrem lange dauert. Welche Runde haben wir eigentlich gerade? 152. Okay, ja gut. Denke ich mal, das ist relativ normal. Wir haben jetzt viel zu viel von dem Zeug hier. Ne? Wir müssten mal dringend irgendwelche Fähigkeiten... Also wir können ja nachher auch Tapferkeit sonst pushen, stimmt. Kostet jetzt wohl 300, weil wir die neue Regierungsform genommen haben. Das fällt mir gerade aufgefallen. Das ist nicht so intelligent. Aber wir hätten dann nämlich schön hier die Gefüge erhöhen können. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Und wenn ich die Boni... Ich meine, 1% Forschung weniger ist halt... Ist auch nicht gigantisch, ne? Was genau macht der hier? Warum ist der hier? Warum tust du das? Wer ist das überhaupt? Einfach ein Dragoner, oder? Ja, er hat einfach einen Dragoner da und lässt ihn jetzt... Okay, er stirbt nicht mal. Willst du mich verarschen? Willst du mich veräppeln, meine ich natürlich. Ja, er ist nicht gestorben. Sehr gut, toll. Soll uns auch egal sein. Ich hasse euch alle. So, heilige Städte. Ja, brauchen wir mehr Religion? Nee, Palazzo wollten wir, ja klar. Palazzo. Einzige, was interessiert. Oh, wir können die Pyramide bauen. Und da habe ich noch etwas übersehen. Da ist noch eine Armee einfach wieder reingefleucht. Dass wir da jetzt nicht drauf kommen und der es jetzt einfach plündern kann, ist einfach herrlich. Ich glaube, ist das nicht sogar seine Einheit gewesen? Ist das bescheuert. Ja, setzt euch mal wieder in Position. Der wird ja gleich wahrscheinlich nächstes Spam. Oh, guck mal, hat sich getraut, hier eine neue Stadt zu machen. Müssen wir gleich mal auslöschen gehen. Das geht ja gar nicht. Solchen Typ müsste jetzt auch komplett obsolet sein. Also sollten es gar nicht mehr interessieren. Wir bauen jetzt schön hier eine Pyramide hin. Damit haben wir drei Pyramiden. Gehen hier auf Dynastie. Können für einen verfluchten Dingens ein Sozialgefüge kriegen. Einfallsreichtum. Das heißt, wir haben jetzt hier unten Einfallsreichtum plus 1 sind Verbesserungskosten minus 5%. Was ganz gut ist, ich hoffe, dass das auf alles hier geht, nicht nur auf Upgrade, weil sonst wäre ich traurig und müsste weinen. Das wollen wir alle nicht. Ja, dann können wir weiter Plantagen bauen. Geld sieht eigentlich noch okay aus, weil wir das ja so gepusht haben. Aber wäre nicht schlecht, die einfach tatsächlich voll zu machen. Dann wollen wir einfach hier mal ein bisschen was an dieser Wolle haben. Und ja, ansonsten, naja, stimmt, genau. Wie sieht es mit dir aus, Junge? Was ist denn jetzt? Das müssen wir noch gucken, bevor wir den Part beenden. Fazit. Während die sagenumwobene goldene Stadt immer noch nur eine Legende ist, über die man flüstert, Entdeckung gelungen, den größten Teil des Canyons zu kartieren. Toll. Das gibt uns 100 Kriegserfahrung, bringt uns nicht sehr viel, aber gut, kriegen wir danach so einen Gefügepunkt. Und 50 Kultur. Und bei Misserfolg. Ach, bei Erfolg nur. Achso. Ja, wir haben ja Erfolg schon zu 100%, von daher. Alles gut, ja. Ist halt okay, ne? Weiß nicht. Kriegen wir halt nachher so einen Gefügepunkt. Was war es nochmal? Tapferkeit wahrscheinlich. Die Unterhaltskosten verringert. Ja, kann man machen, ne? Weiß nicht, ist okay. Ob das jetzt wirklich das Geld wert war, weiß nicht. Sagen wir mal ja. Wir wollen ja positiv bleiben, also ja. Wir könnten nochmal jetzt wieder die Sache erhöhen, indem wir einfach Heurika ballern. Wir könnten die Spitzenforschung machen, habe ich jetzt auch schon lange nicht mehr gemacht. Eigentlich auch eine ganz coole Sache ist, aber ich glaube, ich gehe erstmal Heurika, um ein bisschen die Forschung zu pushen. Denn das ist schon ziemlich lang. Ihr seht auch, wie schnell unsere Kultur wieder hochpusht. Wir sind so kulturell. Aber ist ja klar, wenn ihr mit Omni spielt, Leute, da habt ihr pure Kultur. Das ist ja ganz logisch. Wieso kannst du da nicht hin? Pure Kultur, Aggression, sag ich nur. Ey. Okay, du könntest angreifen, das wäre aber ein sehr knapper Kampf. Würde ich sagen, ach komm, scheiß auf. Kurs. Also er ist euch völlig aus dem Leben gerödelt. Nee, ist okay. Aber er ist leider noch beim Leben, das ärgert mich. Ja, super. Das heißt, jetzt plündert er wieder das Ding. Ach, er greift meinen Pest. Wow. Hey, die KI ist aber männlich. Richtig toxisch, Junge. Heieiei. Das hast du aber toll gemacht. Das war ja richtig, richtiger Move, Junge. Tapferkeit, Courage, ey, alles dabei. Das war ja richtig. Hey, das war ja brutal. Aber muss man schon Mut für haben. So ein Pestdoktor, der keine Funktion mehr hat, einfach umzuhauen. Ah, muss man schon. Alles schon mutig. Kann man nicht anders sagen. Das kann schon was. So, machen wir hier mal ein Haus draus. Weil, kann ich halt. So, wie lange dauert Palazzo noch? Eine Runde, perfekt. Kobe, ja, müssen wir eigentlich auch gleich Palazzo bauen. Kriegen wir auch hin. Wie viel kostet mich dazu? Boosten machen wir jetzt einfach mal und bauen hier einmal Palazzo. Dauert 13 verfluchte Runden, aber gibt natürlich ordentlich am Wert. Von daher ist das nicht verkehrt. So, ihr... Ja, wir können es ja mal hochbewegen. Wir haben ja einen Katapult dabei. Ne? Das Katapult ist halt scheiße. Wir müssen das eigentlich mal upgraden. Das wird wahrscheinlich auch hier irgendwie möglich sein. Regionslevel durch Palazzo können wir auch noch machen, wobei wir es nicht brauchen. Das ist halt Bevölkerung erhöht. Wir haben halt nicht 100 Bevölkerung. Ihr seht hier, ein Regionslevel haben wir von 7. Das heißt, wenn wir hier drüber gehen, können wir jetzt was mittlerweile haben? Achso, dann müssen wir hier drüber gehen. 35. Also, ich glaube, bis wir 35 erreichen, da vergeht noch viel Zeit. Also, da wird nichts passieren erstmal.
Ich hoffe, dass, wie gesagt, Brasilien weiter von dem Typen beschäftigt wird. Wie bescheuert der mir einen Krieg erklärt. Das erinnert immer so an so eine Age of Wonders KI tatsächlich. Extrem ätzend. Ach, guck mal, hier ist sogar noch ein Barbaren-Hütchen. Das ist doch nett. Delphi hat er sich da geholt. Gut, dann machen wir die Runde noch und dann ist wieder mal Ende im Gelände. Das Spiel dauert lang, also wird wahrscheinlich eines der letzten, der längsten Let's Plays, die ich jemals hatte. Und ich glaube auch, dass die wenigsten das noch angucken, aber ganz ehrlich, deswegen kann ich umso mehr Scheiße reden, das ist ja gut. Mal zwei Kulturunterhalt für pro Region, pro Runde, ach du Schüte. Okay, hat nicht geklappt, oder? Okay, gut dann. Da ist echt schon wieder einer durchgekommen, ne? Willst du mich veräppeln? Den töten wir noch, das ist einfach eine Ehrensache. Der flieht jetzt natürlich wieder, weil wir nicht genug Schaden machen. Oder ne, doch, doch. Und jetzt kann er wieder plündern in der nächsten Runde, herrlich. Hier ist auch noch irgendwas da durchgekommen, ey, willst du mich verraten? Es ist ja nicht normal. Das ist nicht normal. So, können wir das einfach kaputt klatschen? Du hast eine 146er Armee, ist mir relativ egal. Machen wir das hier weg und tschüss. Damit diese blöde Armee nicht mehr existiert, die Stadt nicht mehr existiert. Dann können wir hier einmal Tapferkeit skillen. Dann haben wir hier das Sozialgefüge minus 8% Unterhalt. Das summiert sich auf jeden Fall, so viele Einheiten, wie wir mittlerweile haben. Und dann gucken wir doch einfach mal, was hier oben noch so schön ist. Guck mal, da oben ist noch Flachs. Das ist doch nett. Und Kyoto, jetzt eigentlich schon wollte ich schon lange aufhören, ne? Ja, das ist nur Ich bin Tollismus. Was bringt das noch, die Religion zu pushen? Also ich, wenn ich da irgendwie so ein Buff-Level hätte, ne, wie bei Sif oder so, wo man sich wirklich Boni holt, aber so ist es doch irgendwie komplett sinnlos, oder? Ja, egal. Gut, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein!